Dinge, die der 2024er Hyundai Kona hat, die dein Auto nicht hat. Nicht nur USB-C, sondern eine komplette Haushaltssteckdose im Innenraum. Die ist so stark, dass ihr damit easy Laptop oder sogar eine Spielekonsole betreiben könnt. Außerdem gibt es kein Logo auf dem Lenkrad, sondern 4 Punkte, und das hat auch einen ganz bestimmten Grund, und zwar Morse Code. Dort bedeuten 4 Punkte nämlich H, und H steht für Hyundai. Und falls ihr euch fragt, wo hier die Becherhalter sind, die kann man hier in der Mittelkonsole per Knopfdruck ausfahren lassen. Und das nächste Feature wird Radfahrer in der Stadt definitiv freuen, denn sobald ihr hier den Blinker setzt, bekommt ihr den toten Winkel im Display angezeigt. Das Auto kann aber auch alleine ohne Fahrer ferngesteuert werden. Das Ganze funktioniert hier einfach mit dem Schlüssel, dann könnt ihr das Auto fernstarten. Aber was ist, wenn jetzt zum Beispiel jemand vors Auto läuft? Wir haben das Ganze hier mit Lukas getestet und das Auto hat zum Glück in letzter Sekunde von selbst angehalten. Und was mir mit am besten gefallen hat, ihr braucht jetzt keinen Schlüssel mehr, sondern könnt das Auto mit eurem Handy aussperren und auch starten. Ach ja, und Preise starten für die Elektrovariante bei 2,9.